Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Sturm Graz Karriere. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst einen Daumen nach oben da, beziehungsweise lasst auch ein Abo hier, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid. Und dann starten wir rein in spannende 90 Minuten im Europa League Spiel. Jo, und damit gibt es ein Eröffnungsspiel. Sturm gegen Sporting Lissabon. Nach Jahren wieder mal in der Europa League. Probieren wir einfach den Gegner zu jagen. Oder zu mitzuhalten zumindest. Sakic. Schiedsrichter steht hier mitten im Weg. Auch noch nie erlebt. Spiel im Fokus. Dieter Bindhammer. Tiata. Tiata. Achtung. Tiata. Tiata. Borja. Sehr gut aufgepasst. Ah, das mag er nicht. So, erste Torchance. Oh, das ist das 1 zu 0. Tumbia. Sehr schön. Da bringen sie den Ball nicht weg. Und zu zweit kommen sie nicht an den Ball ran. Und damit steht es 1 zu 0. Wer war es jetzt wirklich? Die Nummer 98. Es war Idrissa Tumbia, 9. Minute, schrecklich, schrecklich. Ah, da kommt der Pass nicht durch, schade. Wäre eigentlich ganz gut herausgespielt gewesen. Achtung, starker Pass. Achtung. Gut dazwischen gegangen, noch einmal. Noch einmal. Riesentorchance hier jetzt für Sporting Lissabon. Und es gibt die Ecke. Den Eckball wollte ich eher sagen. So. Sollte der Ball mal rausgehen hier hinten. Ja, sehr schön geklärt. Sonst wird es ja hier. Oh, da ist oben drüber. Ja. Der geht, glaube ich, irgendwo hin. Achtung. Der setzt sich sehr schön durch. Daniel Lutz. Sturm schwimmt in der Abwehr. Also die Frage der Führung ist gerecht. Ah, der Ball geht auch irgendwo hin. Schwach. Schwach. Listowski. Und Lackner klärt ins Tor aus. Oh, mal Siemhandel, ganz stark. Borja. Hinten ist die komplette Sturmmannschaft. Und wieder Siemhandel. Dumba. Achtung, wieder sehr gut gelöst. Und wieder Siemhandl. Also Siemhandl hätte sich Mann des Tages verdient. Jetzt mal schneller über den schnellen Husbeck. Husbeck. Philipp Husbeck. Oh, fast ein Eigentor. Sehr stark, kann sich aber nicht durchsetzen, ist zu körperlich schwach. Körperlich zu schwach. Hui, ganz gut. Und wieder in letzter Sekunde dazwischen gegangen. Jetzt kann er sich durchsetzen. Es ist Philipp Husbeck, den wir nicht ausgewechselt haben. Husbeck scheitert. Nächster Scheiß, das gibt's nicht. Husbeck scheitert. Sturm kann jetzt, hat sich jetzt ins Spiel gefunden, aber das war wieder mal sehr schwach. Und da ist das 2 zu 0, die Strafe folgt auf den Fuß. Reiko Räpinen. Schade, quasi im Gegenzug. 2-0, Fernandes. Jetzt mal gut durchgesetzt. Räp.
Reiko Repp, läuft denn hier keiner mit? Doch, es ist wieder dieser fleißige Husbeck über die Außenbahn. Kann sich aber nicht durchsetzen. Sehr schade, sehr, sehr schade. Jetzt Binthammer. Da kommt Weißmann. Weißmann, schon Weißmann. Oh, immer ein Fuß dazwischen. Schade, sie hätten sich's verdient. Jetzt wieder über die Außen. Sakic. Sakic zieht in den Strafraum. So ein Pech. Sakic mit der Riesenchance. Ein verdammt großes Pech hier um den Anschlusstreffer früh zu vor der Schlussphase, in der Frühphase der Schlussphase zu bombardieren. Jetzt aber Lehmer 2-1. Das haben sie sich verdient. 1-2. Schön. Sturm hat gearbeitet. Aber Sporting war um einen Spur besser. Und ja, Lehmer ist wieder mal hier ganz gut aufgefallen. Schöner Pass in die Tiefe. Schnelles Passspiel. Und es steht hier 1-2. Kann man da vielleicht in der Schlussphase noch was rausholen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wie viele Minuten Nachspielzeit? Nur 2 Minuten Nachspielzeit. Wer ist der Gegner? Und Einwurf. Der Ball wird zurückgeworfen. Jetzt. Ja, das spielen sie sehr clever herunter. Das ist eine typisch starke Mannschaft. Und ja, Sporting gewinnt hier in Graz mit 2-1 bei Sturm. Ja, um das Spiel zu analysieren. Es war natürlich ein sehr, sehr schwaches Spiel am Anfang, aber ging das je schneller es zur Schlussphase ging, desto besser wurde Sturm. Dann der unglückliche Stangenschuss von Sakic, aber das hat Lima natürlich sehr stark gelöst. Jugendspieler löst Vertrag auf. Ja, das wundert mich nicht, wenn die alle Vertrag auflösen. 4 Punkte Abstand. Salzburg und Austria sind hier Kopf an Kopf. St. Pölten jetzt mit einem Punkt mehr. Wir haben einen guten Punktepolster, sind sehr gut unterwegs. Ja, und von dem her sage ich recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, meine lieben FIFA-Freunde. Ciao, ciao, servus, grüß euch.